Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Die Sims 4 und dem Versuch 357. Das Problem, was ich sehe bei Die Sims 4, also ich habe nicht das Gefühl, dass Die Sims 4 ein Spiel zum Spielen ist. Was meine ich damit? Also man kann sicher schön Häuser bauen, der Baumodus ist wirklich, denke ich, keine Ahnung, spitze oder wird hoch gelobt. Der Erstelle eines Sim-Modus ist wahrscheinlich auch sehr gut, aber zum Spielen, also wenn man so Geschichten erzählen will und seine Sims spielen will und Generationen und was weiß ich was machen will, finde ich, ist die Sims 4, ja, also es fehlt sehr viel, es ist schlecht programmiert, meiner Meinung nach. Ich habe natürlich keine Ahnung, wahrscheinlich wird ein Profi sagen, ja, das ist eigentlich sehr, sehr gut. Es hat natürlich Fehler, jedes Spiel hat Fehler, sage ich ja nichts. Aber, also die Multitasking, das Multitasking ist Fluch und Segen. Es ist meistens eher ein Fluch als ein Segen, weil du willst da, deine beste Freundin will dir irgendwas erzählen und dann steht dir eine auf. Ich will jetzt nicht sagen, dass es so in Bella sind, aber es war so in Bella, deshalb sage ich ja, ich habe einige Anläufe gehabt und deshalb ist es immer gut. Ich speichere auch immer, bevor ich eine Folge aufnehme, so damit ich nicht 1000 Jahre zurückfalle. Und ja, zum Beispiel, sie steht auf und trainiert oder geht irgendwo hin oder will im Regen spielen oder keine Ahnung. Und es gibt, wie schon gesagt, habe ich ja schon mal in einem Video gesagt, Menschen, die gehen einfach, während man sich mit denen unterhält. Aber das ist doch eher selten und das machen die Sims fast immer. Und zum Beispiel Zoe hat jetzt Probleme in ihrer Ehe. Sie wurde beim Fremdknutschen erwischt und wollte mit ihrer besten Freundin darüber reden. Aber wenn es kaum Gesprächsinteraktionen gibt, bei denen, vielleicht wähle ich auch die Falschen aus, ich weiß nicht, oder übersehe die, aber irgendwie gibt es einfach zu wenige, kann man ja mal schauen. Zum Beispiel, geh mal freundlich, gibt es Bewundererausdrücke, Angst vor Vampiren zu geben, über Tanztechnik reden. Gut, ich meine, sie ist jetzt sehr verspielt, vielleicht hätte sie mehr Interaktionen, wenn sie eine andere Stimmung hat. Aber da gibt es, glaube ich, wenn sie sich unwohl fühlt, will sie halt über ihre unwohle Stimmung reden oder keine Ahnung. Und bei dramatischer Geschichte erzählen, also kann ich euch zeigen. Also sie hat jetzt, also sie muss, was sie von zu Hause Arbeit hat, ein Blumenarrangement verschenken. Das macht sie jetzt an ihre allerbeste Freundin. Hi, das ist für mich. Oh, das ist aber nett. Ja, weil du meine beste Freundin bist. Oh, das ist aber süß. Was war denn der Grund deines Anrufs? Das klang so dramatisch. Ja, es ist furchtbar. Ich wurde beim Fremdknutschen erwischt von meiner Tochter. Und ja. Und da sieht man, sie so, natürlich, okay. Natürlich muss sie jetzt nicht, oh mein Gott, wie dramatisch reagieren, aber. Das sind natürlich so First-World-Problems, aber trotzdem, ich meine, ich spiele die Sims 4, um halt so Geschichten dazu erzählen und sehr viel Tiefe besitzt dieses Spiel nicht. Das haben wir ja, habe ich ja schon bei den letzten zwei Folgen gesagt, als ich erzählen wollte, dass Zoe fremdgeknutscht hat. So. Und es ist echt furchtbar. Oh Gott, und ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Seht ihr? Jetzt habe ich keine Ahnung, wo sie hingeht. Wahrscheinlich will sie im Regen spielen oder so. Aber eigentlich, sie hat jetzt ihr was erzählt und zack, haut sie einfach ab. Gut, es gibt sicher Menschen, die machen das auch, keine Ahnung. Aber ja. Und nicht jeder Mensch kann einen guten Rat geben oder will es oder kann es oder was weiß ich was. Aber na gut, also. Über Kochen reden. Ja, keine Ahnung. Bella, wo gehst du denn hin? Ich habe mich umentschieden. Ich war ein wenig, überwältigt. Das ist ja nicht schlimm. Also, was meinst du, was ich machen soll? Wir können sie ja zunächst mal
so eine Runde hinzufügen. Das hilft sicher mal. Da können wir hier zusammen sitzen. Komm, lass uns hinsetzen. Das ist viel gemütlicher. So, also, dann wählen wir schon mal im Voraus ein paar Sachen aus, damit ich das nicht immer anklicken muss. Aber wahrscheinlich wird es wieder wie vorher sein. Die bricht es einfach ab. Und so weiter. Ja, keine Ahnung. Irgendwas damit sie hauptsächlich. Das Problem ist, dann redet sie die ganze Zeit. Oh gut, schauen wir mal. Was hab ich, was war das? Ah, Fesseln habe ich schon. Dann schauen wir mal. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr es seht, ob ihr meiner Meinung seid oder findet, ich laber Schwachsinn. Könnt ihr gerne in die Comments schreiben. Das so. Ja, Tratschen, tiefgründige Unterhaltung. Es wäre halt schön, wenn es so, wenn die Sims halt wirklich Interessen hätten. Und halt, ja. Also, ich weiß nicht so wirklich, was ich dir sagen soll. Das Schlimme ist ja, Männer glauben, sie können alles und wir Frauen dürfen nichts. Ja, das finde ich auch furchtbar. Warum dürfen wir Frauen nichts? Aber darum geht es eigentlich nicht. Das ist keine Männer-Frauen-Sache, sondern ich habe ja meinen Mann betrogen. Also eigentlich habe ich nur fremdgeknutscht. Oh, freut mich, dass dich meine Lama-Witze nicht langweilen. Ich habe das Gefühl, du verstehst mich einfach. Oh mein Gott, wie cute. Also können wir mal schauen. Oh, die Verbundenheit, größere Nähe durch glückliche Erinnerungen. Ja, oh, wie süß. Also, ich weiß auch nicht. Liebst du diesen anderen Mann? Ja, genau, du applaudier einfach. So, jetzt. Die Grüne, dann können wir das nicht nochmal machen, sonst ist sie gelangweilt. Kann natürlich auch passieren, sie ist gelangweilt von dem Geschwafel von ihrer besten Freundin. Dramatische Geschichte erzählen. Und, naja, keine Ahnung, ich meine, ich muss mich schnell um die Kinder kümmern. So. Du lässt es einfach da. So, dann schaust du einfach einen den Kinderkanal. Du könntest vielleicht ins Haus gehen, weil es regnet, glaube ich noch. Keine Ahnung. Ja, es regnet. So. Und, naja, ich weiß es auch nicht. Ich meine, wir hätten fast was gestartet. Philipp weiß natürlich nichts davon, dass ich fast was mit dem Typen hätte. Wer ist denn der Typ? Ach, das möchte ich nicht sagen. Nee, fesselnde Geschichte, nee, dramatische. Dann, irgendwas damit, Hauptsache sie reden. Das ist jetzt unwichtig. Das Einzige, was wichtig ist, was soll ich machen? Ich meine, mein Mann ist bald wieder zu Hause und vielleicht will er sich von mir scheiden lassen. Das ist vorstellbar. Oder meinst du nicht auch? Das ist echt dramatisch. Ich weiß nicht, was man sollte. Hattest du Mortimer auch die gleichen Probleme oder nicht so? Ach, naja, jede Ehe hat Probleme, verstehst du, mein Schatz? Ja, das ist völlig verständlich, aber hast du fremd geknutscht? Naja, ich habe ein bisschen geflirtet. Was, geflirtet? Naja, das ist ja jetzt nicht so dramatisch. Aber mein Mann ist sehr, sehr, sehr eifersüchtig. Ach, Märchen, Männer, ach, eigentlich sind alle Männer eifersüchtig, sie. Eine Geschichte an ach, anhören. Ja, sie interagiert auch endlich mal. Problem ist, sie ist halt nicht in diesem Haushalt, deshalb kann ich sie nicht steuern. Und ich werde sie jetzt nicht hinzufügen. So.
Aber, Mann, du solltest über die Gefühle über diesen anderen Mann klar werden. Ja, das ist so. Ja, keine Ahnung. Wir haben rumknutscht, das war ein sehr schönes Gefühl. Rumknutschen ist immer ein schönes Gefühl, egal mit wem. Ja, aber Liebe. Liebe, ach Liebe. Denkst du, ich habe Mortimer aus Liebe geheiratet? Ja. Ach, das ist aber nicht so schön, ich meine. Ach, ich hätte über Regen beschweren sollen. Das ist dramatisch. Ach, ich bin ja auch dumm. Eine dramatische Geschichte ist ja gar nicht dramatisch. Sich über den Regen zu beschweren, das macht die Sims traurig. Ach so. Ich bin ja auch doof. Also wirklich, ich bin auch immer fast kurz davor, depressiv zu werden, wenn ihr sich über den Regen beschwert. Dummer, ich musste halt einfach. Ja. Das ist echt. Oh, das tut mir leid, natürlich. Aber. Naja, ich weiß, er ist schon ein toller Mann. Was ist denn, Pupsilein? Och, nö. Er hat Hunger. Schade, dass die Kinder ihm nicht. Oder? Können sie was zum Essen geben? Können sie euch mal um euren kleinen Bruder kümmern? Um euren kleinen Bruder? Du hast doch selber Hunger. Ja. Ich muss schnell schauen, was mit meinem kleinen Baby ist. Vielleicht den falschen Knopf drücken. Die Taste. So. Beziehungsweise du kannst zu deiner Mutti gehen und um Essen bitten. So. Hilfe. Um Essen bitten. Also, der kleine Pups wird auch bald ein Kind. Also, du hast doch nicht mit ihm geschlafen, oder so. Nein, es war nur rumknutschen. Also sie sieht es, sie macht es absichtlich. Ich sehe es ihr an. Man muss auch manche Sachen mit Humor nehmen, weil dann könnte ich dieses Spiel einfach nicht mehr spielen. Vielleicht sollte es auch nicht mehr. Ich freue mich auf jeden Fall auf, wie heißt das Spiel jetzt? Die anderen beiden Konkurrenten. Vielleicht kriegen sie es dann nicht mal gebacken. Ja. Also Sims 5 müssen sie echt, also falls Sims 5 wirklich rauskommen sollte, wirklich, hier. Also, was meinst du, was soll ich machen? Naja, du solltest dir darüber Gedanken machen, ob du da für diesen Mann Gefühle hegst. Und dann, naja, ich meine, ich glaube, die Ehe mit deinem Ehemann ist zu Ende. Aber Bella, warum sagst du noch so etwas? Ach, Schatz, was soll ich dir sonst sagen? Soll ich dir irgendwelche Lügengeschichten erzählen? Natürlich werde ich dir das nicht machen. Also könntest du. Ah, okay. Mein Sohn will irgendwas von mir. Das sehe ich ihm noch an. Ist da nicht etwa da Sinn? Ich sag nichts. Ihr könnt euch sicher denken, was ich sagen will. Ich sag's nicht. Was ist denn mein Schatz? Dein Sohn will etwas von dir. Mama, ich habe Hunger. Oh, natürlich, Schatz. Ich gebe dir gleich was zu essen. Ja, um Kinder muss man sich kümmern. Ach, ja. So, jetzt gehst du einmal hier rein. Und du kannst ja trotzdem hier oben bleiben, weil, was ist das eigentlich? Ja, leckere Erbsen. Kennt man. Man gibt seinem Kind einfach Erbsen. Bella, wo gehst du denn hin? Ich wollte euch den Keller mal anschauen. Und einfach hier stehen. Hier ist es besser zu reden. Zambo. Ah, okay, das wird Freund Schäkeren. So, dort ein bisschen wieder was auswählen. Wo waren das mit dem Regen? Regenbeschweren. Das ist ja immer so dramatisch. Über Regen beschweren, genau. Also, ich rate dir, werde dir klar über die Gefühle und bereite dich darauf vor, dass sich dein Mann von dir scheiden lassen will. Was? Ja, das ist so. Manche Männer können das einfach nicht ertragen und ich habe festgestellt, dass dein Mann vollkommen verrückt ist. Bitte was? Aber du wolltest doch Ratschläge, hast du
für deine Schauspielerei. Ach naja, ich weiß nicht, ich möchte einfach keine Scheidung. Wann hättest du den Mann nicht küssen dürfen, mein Schatz? Ich muss das ausmachen, es nervt. Spieloptionen, Gameplay. So. Naja, du wolltest ein Rad und ich habe dir ein Rad gegeben. Wenn du damit nicht klarkommst, dann kann ich dir da auch nicht helfen, mein Schatz. Auch wenn du meinst, ich rede im Müll. Aber ich bin mir sicher, dein Mann wird sich von dir scheiden lassen. Könntest du vielleicht eines Tages mal hier stehen bleiben? Also, soll ich die Scheidung einreichen oder meinst du, er wird die Scheidung einreichen? Was ist das? Ich glaube, ich weiß es nicht. Warte einfach ab. Vielleicht will er auch die Scheidung nicht. Was, du schon wieder Gefühle erhalten? Wie viele Gefühle hast du denn? Oha, zusammengewachsen durch die gute alte Zeit. Durch gute Zeit, meine ich. Jetzt interpretiere ich schon Wörter rein. Oh Gott. Ich habe Angst. Hast du noch ein Gefühl erhalten? Nö. Bella findet noch tiefe Verbundenheit. Ja, gut, okay. Naja, ich weiß auch nicht. Vielleicht solltest du mit deinem Mann reden und sagen, es war nur ein Missverständnis oder so, aber ich kann dir leider auch keinen Rat geben. So, ich glaube, ich sollte jetzt gehen. Oh, aber danke schön, dass du da warst und mir geholfen hast. Ich werde mit Philipp reden. Das ist das Richtige, mein Schatz. Und ich finde es schade, dass die kein Verabschieden hat und dann geht sie nicht so ein nach Hause schicken und dann ja, weg mit dir. Also, das ist echt. Ich glaube, bei Sims 3 gab's das. Also dann ciao und ruf mich einfach an. So, und dann, ich muss los, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich hab's hier heimgeschickt. Okay, Bitch. So, also, Philipp ist da, er hat. Jetzt können wir es, glaube ich, wieder anmachen. So, Spieloptionen, Gameplay, wieder an, weil sonst hat er den ganzen Tag da stehen. Und jetzt holst du mal deinen kleinen Sohn da raus. Das ist natürlich sehr angepasst. Und jetzt fangen sie wieder fernzusehen. Was ist denn mit den Kindern? Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Nö, dann würde ich mal sagen, machst du einfach mal Hausaufgaben mit links erledigen. Du hast deine Hausaufgaben gemacht, oder? Ja. Gut, dann kannst du ja weiter spielen oder aufs Klo gehen. Ich meine, wieso nicht? Und du hast ja wieder, die kriegen immer öfters diese Schulprojekte. Ich weiß jetzt nicht, wie üblich es ist. Was war da? Egal. So. Geh hoch. Du kannst ja deinem Sohn beim Hausaufgaben helfen. Why not? Ja, mein Schatz. Ach, da ist ja. Wie er sie angeschaut hat. Weil er hat auch ein paar Emotionen. Ja, ich hab's nicht ercheatet, sondern ich musste ihn einladen und. Also sie haben sich geprügelt. Das sind die Gefühle gegenüber von Joaquin. Er ist verletzt, zornig und betrübt. Und er hat ein bisschen was anderes, weil er einen Kampf verloren hat. Naja, muss so sein. Also Freunde sind sie auf jeden Fall nicht mehr. Sie sind, ich glaube, das zeige ich euch gleich. So, Sims-Profil. Peinde. Also Schatz, 1 plus 1 ist 2, nicht? Und sind ja jetzt ungemütlich nass? Hä? So, oioioi, bring deinen Sohn mal ins Bettchen. Um 18.53 Uhr. In den Schlaf fließen. Dann müsstest du, glaube ich, die Erziehungsfähigkeit fast bald auf 10 haben. Wahnsinn. Was ist denn das? Cassandra, was bist du denn hier?
Ja, wer ist denn das? Naja, auf jeden Fall, wie schon gesagt, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie euer Playstyle ist von The Sims 4. Baut ihr lieber, erschafft ihr lieber Sims? Oder spielt ihr selber gerne? Oder macht ihr alles zusammen? Oder baut ihr gerne? Oder ja, kreiert ihr gerne? Schreibt das einfach in die Kommentare, wenn ihr möchtet. Und falls ihr selber spielt, dann wie findet ihr das? Kommt ihr damit zurecht? Seid ihr damit zufrieden? Was meint ihr gehört? Was stört euch? Was hättet ihr gerne? Also ich hätte zum Beispiel gerne mehr Gesprächsthemen, dass Sims Hobbys, Interessen haben und keine Ahnung was. Und ja, und dass die Sims halt nicht ständig aufstehen. Das ist halt der Nachteil von der Multitasking-Fähigkeit, sagt man das? Naja, auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch die Folge doch gefallen haben sollte, dürft ihr gerne einen Daumen nach oben geben. Ich weiß, dass die Folge jetzt nicht die beste Folge ist. Aber welche Folge ist schon? Sehr viele Folgen sind sehr gut. Ja. Und nicht vergessen zu abonnieren, einen Daumen nach oben zu geben. Wäre sehr nett. Und natürlich auf Twitch zu followen. Vielen Dank und ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal bei The Sims 4. Ciao.